User joined your channel. Hallo. Ein Geist ist aufgetaucht. Geist. Aber weißt du was? Zum allerersten Mal muss man sagen, du kommst hier rein und man muss nicht über ein Mikrofon meckern. Eigentlich ist doch nur Angie am Meckern, oder nicht? Nein, normalerweise hört sich teilweise wirklich jemand rum. Das hört sich mal von. Ich wollte sagen, das hört sich halt mal so mal so an. Ja, gut, aber die Firma ist kein Mikrofon und so. Ja, aber jetzt gerade hört sich, sag ich mal, jetzt gerade ist Radioqualität, würde ich sagen. Also, ich habe da ehrlich gesagt nichts dran verändert. Vielleicht ist du gerade mein Mund zum Mikrofonabstand sehr optimal. Also. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber es freut mich, dass es gut funktioniert. Eigentlich ist mir egal, ihr müsst euch das anhören oder so. Also. Egoist, ne? Bisschen eher narzisstisch, aber. Ja, passt. Was? Nee, endlich. Also. Da musst du dich leider enttäuschen. Also. Wir sind ja sehr human, aber ein Juden erkenne ich sofort. Also das ist also eigentlich immer so, wenn es um irgendwelchen ethnischen Gruppen geht, ne, und man sagt, aber danach kommt nichts Gutes mehr eigentlich. Nee. Schon zumal, wenn man sagt, wir sind ja sehr human, dann ist auch schon, weil es auch nichts Gutes. Danach kommt nichts Gutes mehr. Es ist einfach immer so. Ja, man sollte ja sonst normalerweise auf jeden Fall nicht das Gute an also Vorderstelle stellen, sondern. Aber mal was anderes. Die Uhrzeit, ich meine, wir wollen dich hier nicht verscheuchen. Aber wie kommst du jetzt nur hier? Wach bist, überhaupt anwesend? War einfach danach irgendwie. Aktuell unterwegs überall oder was? Oder? Ja, letzte Zeit, glaube ich, ein bisschen ruhiger aktuell. Also, letzte Woche war wohl immer relativ viel. Man lässt sich immer ein bisschen ruhiger und trotzdem lässt sich in den Blick machen. Nö. Das ist ja teilweise so. Ja. Geht bei euch denn so? In beide Richtungen. Er muss ja über zwei Seiten vertreten. Okay, verstehe. Laber nicht. Was du willst. Da habe ich letztens was drüber gelesen, dass das eigentlich, dass die Leute nicht wollen, dass man das damit das monetarisiert. Ich habe das irgendwo gelesen, ja, so ganz fremd ist mir das Thema nicht. Liest es ja auf Englisch vorlesen, ne? Oder übersetzt auf Deutsch. Ich glaube, das war irgendwo bei Ask Reddit oder so, wo halt am meisten.
Algorithmus, was ist das hier? Das ist ja schon die richtige Influencersprache. Der Algorithmus ist gegen mich. Round. Fight! Ah. Das ist eine Menge Kohle. Aber so billig ist das ja, also. Glaube ich auch wäre. Immer schön Clickbait. Ja, ja. Hast Captain Marvel gesehen, quasi? Nee, ich hab aber auch schon runter. Nee, hab ich noch nicht runtergeladen. Eevee. Ich weiß nicht, ja, gibt's das schon in guter 4K-Qualität? Also guck mal, die Qualität auf jeden Fall, sag ich mal, die da ist, die ist nicht so groß, aber die Qualität ist top. Das ist diese 26 GB Version. Ja, ja, aber die kannst du gut. Also, die ist top. Also, warte mal ganz kurz, ich bin mir nicht ganz sicher, guck mal, muss mal gucken, weil guck mal, es gab eine auf jeden Fall, die war die so am Stottern auf jeden Fall, aber die 1080p Version, ne? Die war astral. Aber ich würde trotzdem noch mal, sag ich mal, halt, ja, von 4K mal irgendwas probieren. Mal gucken, sag ich mal. Also die ich auch immer geguckt habe, die war super. Wobei, na, der Film, Ja, ich habe da auch schon ein bisschen drüber gelesen. Irgendwie. Aber, ja, aber angucken auf jeden Fall lohnenswert, sag ich mal. Also ja, Ende also werde ich auch gar nicht machen. Also Ende ist auf jeden Fall sehr gut. Der spielt halt, sag ich mal, in der Zeit halt ganz früher, ne? Also, sag ich mal, so, ich glaube, bevor noch alle gekannt waren. Irgendwie. Weil ein Kollege meint von wegen, sag ich mal, wir wollen das, sag ich mal, du siehst ja auch selber, sag ich mal, dass hier Samuel Jackson noch voll jung ist und so eine Scheiße, und er meint auch, wir wollen das, sag ich mal, rüberbringen. Aber vermutlich altert die Alter nicht, nehmen wir mal an, sondern. Ja. Ende war schon ganz cool, also sag mal, zumindest in die Action. Ich hab mir jetzt letzte Flieger gesehen. Was hast hier. Du gesehen? Ja, du warst Pike, oder so. Ja, aber das war hier im. Wie war das jetzt? Das hier ist mehr geworden. Der Mule? Nein. Also im Prinzip geht es darum, irgendwie so ein, also das Spiel in England und so ein Schulkind zieht einfach Excalibur raus und muss dann. War der gut? Der war ganz gut, also. Echt? Also ich habe gezweifelt, deswegen habe ich gar nicht runtergeladen, aber das ist eine gute Idee, weil dann werde ich machen. Weißt du, was du meinst? Also wenn du König wärst oder so. Ja, hieß irgendwie der, ne? So. Du warst so ein kleiner Junge in England, glaube ich mal, der ist halt ja. Excalibur gezogen, ja genau. Aber ich glaube, das ist wohl eher auch so ein Kinderfilm. Ja, ist das scheißegal, aber ein guter aber Film. Aber ich fand, der hat wohl. Der hat viel gute Stellen gehabt. Ist so gut, dass er sagt, weil ich habe echt gezweifelt. Ich wollte das nicht runtergeladen, weil ich dachte, der wäre halt eben sonst für Kinder. Aber wie gesagt, zu der Qualität kann ich nichts sagen, weil ein Flieger. Bildschirm. Nee, hey, das scheiße. Aber, nein, das, ja, das ist klar. Aber das gibt es auf dem Fall links. Ja, die haben so spezielle angepasste. Ja, Version ist auch, also, hart zensiert, also das sind keine wirklich. Das gibt's aber. Aber das gibt's bisher nur als Webrip auf jeden Fall. Von daher, bei den HDR, aber nur Dolby Digital 5.1 erwarte ich auf jeden Fall bessere. Ich habe bei mir übrigens auf Atmos erweitert, ne? Erweitert? Ja, zwei Boxen dazu, ne? Okay. Aktuell nutze ich sie noch als Reflekt auf dem Weise, aber ich renoviere auf dem Weise halt im Moment auch so, beziehungsweise halt lang und nicht ganz so jeden Tag, aber trotzdem immer Stück für Stück. Und dann kommen die Dinge auf dem Weise an die Decke anstatt Reflektboxen.
Und ist der Unterschied bemerkbar? Ja. Also, sag ich mal, auch wenn es sehr, sag ich mal, nicht perfekt ist, dass du super merkst, dass es von oben kommt, weil das einfach, sag ich mal, nicht optimal ist von den Winkeln her. Du hast schon alleine auch immer, weil die Boxen da sind, sag ich mal, du merkst direkt mehr Musikfülle. Wenn du, sag ich mal, zum Beispiel so Dolby Atmos Sounding, ich habe letztens, mein Kumpel war hier auf jeden Fall so, und manchmal setzt mal hier hin, so, weil ich so, wieso, was ist das, Alter, setz dich einfach mal hin, und so, was ist das, Alter, bist du dumm oder was, ich will dir mal was zeigen, ne? Mal angezeigt, so, also wirklich HD Dolby Atmos Sound. Da meinte er, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Also wirklich hammermäßig. Kann ich auch empfehlen. Kauf den richtigen Receiver, also V-Receiver, ne? Du hast immer noch dieses Logitech-Zeug oder was, ja, ne? Ja. Also ganz ehrlich, wenn du, sag ich mal, den. Du musst ja nicht mal das krasseste Zeug kaufen. Sowas, was ich habe, im Endeffekt reicht völlig aus. Also wirklich, ja, unglaublich. So hammermäßiger Sound, also mehr als ausreichend. Dann ihre gleiche kaufen, aber sag ich mal, du musst halt einfach nicht, sag ich mal, das allerteuerste kaufen, das meine ich damit. Das muss praktisch einfach, sag ich mal, nur 5.1 Punkt oder 5.2 Punkt 2 unterstützen. Wobei 1 reicht ja, du hast ja nur 1 Sub. Ich habe halt, sag ich mal, meine aktuelle Konfiguration 5.1.2, ne? Was hab's? Ja, beide vorne? Hey, wenn du 2 Subs hast, hast du einen vorne, einen hinten. Weißt du, für. War das halt totaler Blödsinn, sag ich mal, also meiner Meinung nach, ne, also braucht man echt nicht. Ich hab halt die Möglichkeit, aber wofür soll ich noch einen zweiten Sub haben? Einer alleine ist schon schlimm genug in der Wohnung. Ich hab ja meinen schon mittlerweile so auf halb aufgeschnittenen Tennisbällen auch da drunter noch so Gummi und trotzdem teilweise manchen Sachen. Aber gut, meine Nachbarn sind tolerant und dazu muss ich auch sagen, dass ich nicht rund um die Filme gucke und so, ne. Aber wenn ich schon mal gucke, dann wirklich ja, gerne mit dem Bass. Ich kann echt nicht verstehen, wie ich so lange darauf wieder verzichten konnte damals. Ja, Ton ist immer sowas, das da wird schnell vernachlässigt. Vor allem, früher habe ich immer gesagt, sag ich mal, DTS, ne, das Beste überhaupt. Stimmt überhaupt nicht. Also, DTS zu HD Master Sound ist. Okay, auf jeden Fall aber auch nicht das wahre. DTS:X oder Dolby Atmos. Das ist das. Und ich würde sogar zu Dolby Atmos tendieren, das ist besser als DTS:X. Das ist halt praktisch das gleiche, sag ich mal. Die unterstützen, sag ich mal, also DTS:X ist Atmos halt nur von DTS, ne? Wo ich denke, Atmos ist noch besser. Und Dolby True HD, sag ich mal, alleine ist auch schon top. Würde ich auf jeden Fall. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer Dolby True HD Atmos benutzen. Immer früher, sag ich mal, wo ich halt diese Konfiguration nicht hatte, hatte ich halt eben nur Dolby True HD. Aber auch das war besser als DTS. Also jegliche Form davon meine ich jedenfalls. Kann auch sein, dass es einfach nur zufällig, sag ich mal, die Lines waren, die besser waren oder so. Ich habe ja nie die originalen DVDs, ne? Also, Blu-rays. War ohne Scheiß, wenn du so. Du hast keine Playstation, oder? Ne, noch nicht, aber wie guck mal, aber wenn du so dieses Scheißding auf dem Ball hast, der V-Receiver. Dann überlegst du echt, ob du einfach nur dieses scheiß Dolby Digital 5.1, selbst wenn es Gutes ist, oder nicht lieber wartest, bis was Besseres kommt, was einfach besser ist. Der PS4 würde ich auch gerne mal testen, so bei dem Fernseher, vor allem gerade bei dem Fernseher, das sollte ich auch so vorne Fernseher. Nee, weil ich war der verrückt mit dem originale Blu-ray mal. Ja, aus. Brauchst du kaufen aus, der war. Ich hab Blu-ray Player auf dem PC, ne? Ja, okay. Oder eine Untouched nimmst, sag ich mal, ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Was sagst du eigentlich mittlerweile zu deinem Fernseher? Ist auch irgendwie. Was? Alles also, gut? Ich bin so gut zufrieden. Ja, aber ich meine, ob du so irgendwie mittlerweile Schmieren hast oder irgendeinen Scheiß, weißt du. Aber ich hab da überhaupt nichts, weil. Aber im Endeffekt. Wenn er in der Woche, glaube ich. Na gut, 10 Stunden ist er, glaube ich, wohl an, aber in der Woche, aber. Das ist nicht so viel. Der wird halt
glaube ich, ja, nicht häufig benutzt, also ist halt kein Haushaltsfernseher in der Hinsicht. Ja, schon klar. Ja gut, deshalb werde ich da auch in der, glaube ich, da keine nie Probleme kriegen. Ich habe das wohl mal gesehen, dass da ja halt, dass da ein Fernseher so richtig ja, spielt nicht, aber ja, da waren so dunkle Flecken. Ja, genau, Flecken. Oder so diese komischen Dinger, die du einfach, sag ich mal, nicht wegwaschen kannst, weil die einfach, sag ich mal, kaputt sind. Ja, das war am Flughafen warst du so ein Anzeigefilm. Ja, du hast mal über ein Bild gezeigt, wo die alle, sag ich mal, so richtig scheiße aussahen. Ja. Die hatten so richtig Kreise gezogen, ne? So quasi. Ja, so dunkle Flecken einfach da. Und auch so, ja, eingebrannt war auch, weil halt so. Ja, statische Felder sind, sag ich jetzt. Aber hier, guck mal, das Krasse ist auf jeden Fall, das Lustige ist, ich habe ja auch mal gesagt, sag ich mal, weil der Fernseher kann gar nichts im Endeffekt, sag ich mal, aber sag ich mal, Dolby Atmos kann der Fernseher von Haus aus, praktisch, sag ich mal, also jetzt, es gibt nicht bei Netflix, sondern bei Amazon Prime, gibt es ja nur einen Atmos-Film, auf jeden Fall dieser Jack Ryan, und auch nur auf Englisch. Und dann, aber wenn ich den abspiele, auf jeden Fall auf meinen AV-Receiver, sofort Atmos angezeigt. Ne? Also man braucht überhaupt gar keinen Fire Stick, diesen 4K-Stick, so was man, sag ich mal, so alle sagt. Also, das läuft alles einfach frei über den scheiß TV. Nee, ja, also ich glaube, an sich von der Hardware könnt ihr auch viel mehr, also gute Software-mäßig begrenzt. Ganz genau. Aber hier Nitro meint auf jeden Fall, der hat irgendwo, ich weiß nicht genau, ich kenne das Modell nicht mehr, aber der meint auf jeden Fall, der war bei einem Kumpel, der hat so ein Coolit gehabt. Meint, der kann überhaupt gar nicht mithalten mit unserem, mit einem guten Nitro, übertreibt natürlich auch mal so eine. Oder meint auch Reaktionszeiten, so eine Scheiße alles, auch wenn du Sender wechselt, alles halt sehr langsam, also im Vergleich mit unserem und so eine Scheiße alles. Ja, aber das klingt doch nicht am Fernsehen. Ja, das liegt an der Software. Ja, oder an. Aber was hinter steckt? Guck mal, bei dir ist Android oder was hast du? Nee, von LG ist das. Hauseigenes oder was? Ja, dieses WebOS heißt das. Ja. Ja, jetzt kauf dir mal richtige. Also, auch wenn du willst, aber auf jeden Fall. Ist jetzt halt ein Kino-System. Du wirst auf jeden Fall den Unterschied merken zu dem, was du hast. Ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass das schlecht ist, was du hast. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe es noch nie gehört, ne? Aber das kann auf jeden Fall nicht das wiedergeben, was so ein richtiger AV-Receiver gibt. Ja, keine Frage. Das ist halt. Ja gut, das Zeug, was du mal, das Zeug, ja, das ist eine andere Sache, aber das Zeug, was du hast, hast du gesagt, mit 300 Euro oder so? Ich glaube, es wird 200 Euro. 200, sag ich mal, normalerweise, sag ich mal, wenn du so... Es ist halt ein einfaches All-in-One-System. Ja, ja, klar, aber guck mal, du musst so 800 bis 1000 Euro ausgeben, ne? Dann hast du halt ein geiles System auf jeden Fall, also richtig geiles. Ja, einmal ein Power-Receiver und halt das Zeug. Sagen wir mal so. 700 bis 1000 in dem Fall. Guck mal, ab 700 hast du halt was richtig Gutes eigentlich schon für den Einsteigerbereich, was aber für uns völlig ausreicht, weil. Wie oft guckst du das im Endeffekt, sag ich mal. Ja, und du hast wirklich. Also guck mal, das Zeug, was ich habe auf jeden Fall, das ist echt nicht schlecht. Ich kann es echt empfehlen, sag ich mal. Das ist wirklich nicht schlecht. Und da kostet dieses Cosmo-Scheiß-Ding, das ist Cosmo M3 oder wie auch immer, auf jeden Fall, guck mal, da kostet. Das, also 5.1 Boxensystem mit Subwoofer kostet 333 Euro. Den und AV-Receiver, den ich hab, der kostet aktuell irgendwie, weiß nicht, um die 320, 330 oder sowas. Und dann kaufst du auch noch zwei extra Boxen dazu, damit du halt eben auf Atmos erweitern kannst. Die Atmos-Boxen, die müssen ja nicht mal so teuer, also ich würde sowieso keine Atmos-Zertifizierten nehmen, sondern einfach Deckenboxen, die brauchen dann diese Zertifizierung nicht so, und dann ist alles gut. Das ist den geilsten Sound überhaupt. Jetzt, ja, das ist auch ausverkauft.
natürlich nicht das gleiche nehmen. Du kannst auch was anderes nehmen, andere Marke hier und da. Und du kannst ja, sag ich mal, anstatt, sag ich mal, nur so eine kleine Konfiguration, kannst ja, aber wenn du ein kleines Zimmer hast, sag ich mal, dann brauchst du keine neuen Kanäle, so weißt du, weil das bringt ja auch gar nichts, wenn du dann vier Boxen oben an der Decke hängst.